Die System Integrity Protection, kurz SIP, schützt dein Mac vor Eingriffen in macOS. Aber du kannst diese Schutzfunktion auch ausschalten. System Integrity Protection wird über das Dienstprogramm Terminal gesteuert. Gib mal den Befehl CSRUTIL im Terminal ein und drücke Enter. Dann siehst du eine kurze Hilfe mit allen möglichen Optionen. Über CSRUTIL Status prüfst du, ob SIP aktiviert ist oder nicht. Falls ja, dann kannst du diese mit CSRUTIL Disable abschalten. Allerdings klappt das nur, wenn du den Mac im Wiederherstellungsmodus, also Recovery Mode, gebootet hast. Und das geht so: Starte den Mac mal neu und dann halte die beiden Tasten Command und R gleichzeitig gedrückt, bis der Apfel auf dem Bildschirm erscheint. Und dann wartest du, bis der Mac gebootet ist. Über das Menü Dienstprogramme kannst du wieder ein Terminal öffnen. Und jetzt klappt auch die Abschaltung mit CSRUTIL Disable. Anschließend startest du den Mac ganz normal neu und danach sollte die System Integrity Protection tatsächlich deaktiviert sein. Möchtest du SIP wieder einschalten, dann startest du den Rechner nochmal im Wiederherstellungsmodus, also wieder mit gedrückter Befehlstaste und der Taste R. Gib im Terminal CSRUTIL Enable ein, um den Schutz zu aktivieren. Nach einem Neustart ist dann wieder alles beim Alten. Normalerweise solltest du die System Integrity Protection nicht ausschalten, denn Apple schützt dadurch ja macOS vor Manipulation. Aber vielleicht hast du ja genau dafür ein berechtigtes Interesse. Manche Programme können zum Beispiel nur bei ausgeschalteter SIP installiert oder ausgeführt werden. In diesem Fall würde ich mich aber wirklich genau informieren, warum du für ein spezielles Programm diesen Schutz umgehen musst und ob du diesem Programm wirklich vertrauen willst. Ein anderer Grund ist, wenn du gewisse Systemdateien oder Systemverzeichnisse ändern möchtest, das aber selbst als Administrator oder sogar als Benutzer root nicht darfst. Auch in diesem Fall musst du SIP kurzzeitig abschalten. Mach aber vorher ein komplettes Backup von dem Rechner oder sichere zumindest die Dateien, die du verändern möchtest. Und wenn du mit der Systemänderung fertig bist, dann schaltest du SIP einfach wieder ein. Genau. Eine Sache noch. Diese System Integrity Protection schützt dich übrigens nicht vor einem Virus, denn ein Virus oder eine Schadsoftware muss nicht zwingend das Betriebssystem befallen, um zu wirken. Aber SIP begrenzt zumindest den Schaden und verhindert, dass so ein Virus sich noch tiefer in das System einnistet und dadurch vielleicht unentdeckt bleibt oder noch schwerer zu entfernen ist. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!